Hallo liebe Fahrradfahrer und E-Bike-Fahrer und Rinnen natürlich. Herzlich willkommen bei einem Film von der E-Bike-Erlebniswelt. Mein Name ist Erhard Mott, mein Mitarbeiter. Ich bin der Steffen Schulz. Jawohl. Bin Verkäufer in der E-Bike-Erlebniswelt und fahre jeden Tag mit einem anderen Testbike von uns von Tauberbischersheim nach Lauda zur Arbeit, um unsere Kundschaft bestmöglich zu beraten. Ja, also wir sind beides begeisterte E-Bike-Fahrer. Ich mache das ja schon, seitdem es die Dinger gibt, und fahre auch täglich zur Arbeit. Es ist nicht so weit, es ist nur etwa ein Kilometer, trotzdem bei Wind und Wetter, bei Kälte und bei Schnee. Und wir erzählen Ihnen jetzt einmal, was es da mit diesem Verdeck auf sich hat, mit einem Allwetterverdeck für Fahrräder und für E-Bikes. Sie sehen, es ist Herbst geworden in Deutschland. Nach wieder einem sehr lange trockenen Sommer ist es jetzt kalt geworden, frisch, regnerisch, feucht. Heute Nacht hat es durchgeregnet. Der Steffen ist heute Morgen dann schon wieder gekommen mit seinem Rad, ist nochmal in der Regen reingekommen. Ja. Aber dank Verdeck kam er trocken in die Firma. Ich bin erkältet im Moment, was es auch so auf sich hat, wenn es dann Herbst wird. Und ganz aktuell, ich komme jetzt von einer E-Bike-Tour, wir waren da 4 Tage mit einer Gruppe waren wir unterwegs am Steicherwald. Wir sind täglich etwa 50 Kilometer gefahren. Ich war elend erkältet, also mir ging es nicht gut. Und es war relativ kühl gewesen, windig, einmal hat es dann richtig geregnet zwischendurch. Ich bin immer hier mit dem Verdeck vorn. Habe das aber nicht aufgespannt gehabt mit der Plane, sondern ich habe eben mit dem Windschild vorne, habe ich mir die Kälte weggenommen. Wenn es mal ganz schlimm geworden ist und mein Kopf hat mir dann noch wehgetan von der Kälte, habe ich es einfach hochgestellt und habe dann durchgeguckt. Da ist mir auch aufgefallen, wie klar die Sicht ist durch dieses Polycarbonat-Glas daneben. Es hat mir also praktisch noch weitere Erkrankungen, vielleicht vor weiterer Erkrankung geholfen. Ich weiß nicht, ich habe es jedenfalls überlebt, dank diesem Schindler daneben. Und mir zeige ich Ihnen jetzt noch weitere Möglichkeiten, wie das verwendet wird. Und eventuell können Sie auch was mit anfangen. So, Steffen, also erzähl mal aus deiner Praxis. Also ich habe das Allwetterverdeck jetzt die ganze Saison über getestet. Im Sommer, ich sag mal, was für mich wichtig war, dass ich, wenn ich mich jetzt draufsetze, über das Windschild hinwegschauen kann. Da wurde es jetzt für mich in der Position etwas knapp und von daher habe ich dann hier dieses obere Windschild rausgenommen. Danke. Und konnte jetzt hier, ich sag mal, schön drüber schauen. Ne? Genau. Da habe ich freien Blick und freies Feld. Ich fahre ja jeden Tag zur Arbeit und ja, ich sag mal, was für mich immer wichtig ist, sag mal, die frische Luft. Körperliche Betätigung ist für mich immer wichtig und wenn ich dann so früh, sag mal, durchs liebliche Taubertal, wo andere gern Urlaub machen und ich wohne, ne, zur Arbeit fahre und dann, ich sag mal, die ganzen Auen und Wiesen lang fahre, wo ich dann früh die Graureiher sehe, ein Storch gibt es mittlerweile auf jeden Fall bei uns, ne, den habe ich auch entdeckt. Ja, wunderschön. Da fängt für mich der Tag schon ganz anders an. Ja, jetzt pass auf, Steffen. So weit, so gut. Das merken ja die anderen Fahrer, die E-Bike-Fahrerinnen ja auch. Du hättest aber auch abschrauben gekönnt, ne? Ich hätte es abschrauben können. Ich hatte es auch letztes Wochenende mal wieder abgeschraubt, einfach mal zu testen, wie schnell geht denn überhaupt das ganze Allwetterverdeck ab. Ne? Das machen wir nachher noch. Können wir machen. Wir können es ja auch auf verschiedene Fahrräder montieren. Das geht recht schnell. 5 Minuten ist das erledigt. Was ich eigentlich sagen wollte, als ich jetzt auch auf Tour war, ich habe ja Fotos gemacht unterwegs, man hat ja seine ganze Ausrüstung dabei, Handschuhe, Mütze, alles, ja. Kamera. Es ist dermaßen praktisch, wenn man da neben vorne sieben Sachen einlegen kann. Ablagekorb, ne? Besser wie eine Lenkertasche, ja. Besser wie ein Korb. Es auf ist, jeden Fall. Wenn das auch jetzt so steht zum Beispiel und es regnet mal, ohne Plane drüber. Es bleibt hier immer trocken, was da drin ist. Ja. Es stört auch nicht beim Lenken. Ich hätte auch gedacht, dass das Lenkverhalten sich ungünstig verhält, aber es ist so, der Schwerpunkt ist dann relativ tief. Ja. Ich habe sogar Flasche Wasser rein, also solche Sachen. Also hervorragend, muss ich sagen. Als praktische Ablage, wie am Auto. Ne? Am Auto hast du ja alles Mögliche. Kofferraum, das und das. Jawohl. Geh in den Kofferraum, brauchst du am Fahrrad und am E-Bike.
Und so ist es dann eben eigentlich so praktisch, dass ich es auch nie weggemacht habe. Nein, auf keinen Fall. Also ich sage mal, wenn es jetzt wirklich kein starker Wind ist, ne, oder früh es nicht kalt war und ich konnte es in, sagen wir mal, an sonnigen Tagen auffahren, ich habe es dran gelassen, habe dann, wie gesagt, das obere Windschild abgemacht, dann war halt das untere noch dran und konnte bequem drüber schauen. Wichtig war mir auch wirklich der Ablagekorb, weil ich nehme dann auch meinen Feschbohr mittags mit, kann ich alles da reinlegen, Handschuhe, mal Windjäckle und so weiter, und der bietet wirklich viel Platz. Du, weißt, was ich auch gemerkt habe, und zwar, daneben sind auch so Fächle eingenäht. So, ne? Sieht's aus, ja. Und ich habe da zum Beispiel mein Handy, ne, mein Fernsprecher, habe ich dann da immer reingesteckt, den ich ja eigentlich nie bei mir habe, aber in dem Fall schon. Ja. Mein Portemonnaie war immer drin, dann so Ersatzwerkzeug, Jack, daneben drin. Hier, da so ein Fläschchen, das erklären wir gleich noch. Ja. Also man konnte das Ganze hier noch sortieren und für sich organisieren, das ganze Ding. Richtig. Ich habe die Karte auch vorne immer reingelegt gehabt, weil ich fahre auch gerne nach Karte, weil man dann sieht ein bisschen, wo man ist. Ja. Man hätte auch zum Beispiel, wenn einer sein Smartphone da vorne anbringen will, hätte man auch noch machen. Also es ist toll. Ja. Es ist eigentlich, du hast einen Komfort wie einem Motorrad mit Verkleidung oder so, so etwa. Ne? Genau. Also was mir jetzt wirklich bei diesem ganzen System gefällt, ist, man kennt es ja so, man hat ja früher immer mal ein paar Halterungen angemacht, dann sind die auf dem glatten Lenker weggerutscht, und mit diesen Halterungen, ne, stabil, absolut stabil drauf, also es bewegt sich gar nichts, es kippt nicht nach vorne, es dreht nicht weg nach vorne, es ist wirklich ideal. Also der hat sich wirklich was einfallen lassen, der das erfunden hat, und finde ich eine super geniale Sache, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Also das ist eine europäische Produktion, ja. Und man sieht im Detail, wie fein das gearbeitet ist, also kein Fernost. Es gibt ja auch schöne Dinge, vielleicht aus Fernost, keine Ahnung. Mhm. Also jedenfalls, das daneben merkst du. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Ja. Da wir es jetzt schon ein Jahr im Gebrauch haben, man sieht leichte Gebrauchsspuren. Ja, mir ist es ein paar Mal umgefallen jetzt zum Beispiel auch. Aber immer noch ganz. Aber es ist ganz, und es gibt auch jedes Ersatzteil dafür. Ja. Also das ist doch mal was. Also wenn man tatsächlich mal eine Karambolage hätte, ein Unfall, irgendwas, das Ding zertrümmert, wobei Polycarbonat ist extrem hart und zäh auch. Ja, kratzfest vor allen Dingen. Ne? Also trotzdem, es gibt Ersatzteile dafür. Haltbarkeit, mein Gott, solange wie es Rädler halt. Ne? Wie es läuft, läuft's. Ja. Ja, also eigentlich geht es nicht kaputt. Achso, daneben das Fläschchen, nehmen wir mal gerade. Und dann sagen wir noch was zu dem Fläschle. Ja, zack. Ja, also wir haben jetzt das Fläschle mit der Seifenlotion drin. Wir haben jetzt hier ja Wasser genommen, haben... Moment, was haben wir? Seifen? Seifenlotion oder eine Seifenwassermischung haben wir. Ja, also Spüli halt. Ne? Spüli, hier in dem Fall Fit, ja genau. Und da ist es wirklich so... durch dieses Spülmittel da drinnen, und wenn wir das auf die Scheibe, sagen wir mal, spritzen und mit unserem Lümple reinigen, genau. Ja, ja. So, und jetzt wisch, wisch, wisch. Genau. Jetzt passiert ja Folgendes. Glas oder auch das Polycarbonat hat ja Poren. Und diese Poren werden jetzt durch dieses Spülmittel geschlossen und wirken wie eine Art, ich sage mal, Perleffekt. Und einmal, es wird sauber und es wird verschlossen, sodass dann auch Regen abperlen kann. Super Sache, ist immer bei uns mit drinne in so einem kleinen Fläschle und immer jederzeit dabei. Gut, also manche, denen wir das schon vorgestellt haben, die kommen dann sofort auf die Idee, ja, da bräuchten wir ja einen Scheibenwischer. Nee, man braucht keinen Scheibenwischer, man braucht keinen Scheibenwischer. Und zwar aus dem Grund, wie das gerade der Steffen beschrieben hat, es perlt ab, also die Tropfen fließen dann auch auf die Seite runter und man kann durchgucken. Ich habe es ausprobiert, weil ich eine Regenfahrt hinter mir gehabt habe. Normalerweise, ich bin Brillenträger, wenn man im Regen Fahrrad fährt, das ist sehr unangenehm. Das eine ist von außen natürlich, der Regen, der drauf kommt, das verschmiert, macht und tut. Manchmal ist die Sicht dann komplett weg. Mhm. Und von innen her beschlägt dann noch die Brille dazu. Ja. Und das ist mir dann aufgefallen, Putzblitz nochmal. Ich kann ja durchgucken ohne Beschlag, ohne irgendetwas. Komm daher. Weil daneben ist eine Öffnung, das ist so eine indirekte Belüftung. Ja. Und ohne dass man den Luftzug spürt, man sitzt hinter
der Scheibe und es ist praktisch eine gute Sicht, also immer ohne Anlaufe. Mhm. Und dann habe ich auch noch einen Trick rausgekriegt. Ich habe dann also mein Lümpler da, ne? Mein Lümpler, und beim Fahren bin ich einfach her und habe da vorne drüber gewischelt. Es war nicht unbedingt, sagen wir mal, dass ich da, also man musste gucken, als ich das gemacht habe, da verliert man ein bisschen die Spur, ich wollte es nur sagen. Mit ein bisschen Übung klappt es dann immer besser. Ja, man muss natürlich das Allwetterverdeck erstmal kennenlernen, man muss mit dem unterwegs sein, dann wird man auch, ich sage mal, erfinderisch, was ich auch immer wieder mal mache. Sag mal, wenn es starker Regen ist, muss ich sagen, ist es folgendermaßen. Es perlt dann irgendwann ab, das kennt man vom Auto, wenn zu viel Wasser drauf ist, dann sammeln sich die Tropfenperlen runter. Was man ab und zu mal machen kann, was mir geholfen hat, ich habe dann wirklich einmal kurz so gemacht und dann sind die runtergeperlt. Wunderbar gelaufen. Das habe ich nicht gemacht. Gut, danke. Ja, so lernt jeder das von seiner Seite kennen. Ich bin ja heute früh mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. In Tauberbischofsheim war es noch klar, es hat zwar frisch geregnet heute früh, aber wie ich losgefahren bin, war es noch wirklich regenfrei. Aber als ich dann in Gerlachsheim am Bahnübergang vorbeigefahren bin, fing es plötzlich an zu regnen. Ja. Und jetzt komme ich mal zum Aufbau von der Plane. Also es geht wirklich sehr schnell. Ich habe schon die Scheibe runter. Ich habe es gemerkt, jawohl, danke. Und das Schöne ist, in dieser Ablage da, in dem Korb, ist auch immer alles dabei, was man braucht. Mhm. Brauchst du die Stängel? Nee, ach, da sind sie. Da. Die Stängel, 1, 2, 3. Jawohl, hier. Und ganz einfach, einmal runter. Mensch, was hat er denn da alles dabei? Gamasche und Handschuh. Gamasche, Handschuh, alles dabei. Also, wir nehmen den Gummi nach vorne, damit es die Plane nicht durchsticht. Tatsächlich, ja, ist ein Gummi. Man muss hier seitlich schräg eingehen. So. So, dann kann man das schon mal hier festmachen. Und jetzt sieht man auch, wie wunderschön detailliert und also wirklich fast verliebt, im Detail verliebt, hier das gefertigt worden ist. Also es gibt praktisch auch keine Windgeräusche, wenn man da drunter sitzt. Ja. Also jetzt immer die letzten Eindrücke sind bei mir halt noch von den 3 Tage Touren, wo wir gemacht haben. Mhm. Wenn man da jetzt drunter sitzt, oder ja, man sitzt ja. Also ich habe mit meiner knappen 1,90 m immer noch genügend Kopffreiheit, auch wenn ich einen Helm auf habe. Und es ist ein relativ warmer Bereich, also der Wind bläst ja einem nicht die Körperwärme weg. Ja. Auch dieses unangenehme, kalte Wind ins Gesicht reinkriechen. Und wenn da noch Rehe dabei ist, also die anderen, die um mich rum mitgefahren sind, die haben ihr Glitter, also die haben wohl Reheklamotten angezogen und tropfen dann so irgendwie. Ja. Während ich daneben so mit meiner normalen Jacke und Jeans weitergefahren bin. Also es ist so angenehm da drunter. Ich habe mich fast geschämt, dass ich da mit dem Dächle gefahren bin. Aber na Gott. So ist es halt. Man, so ja. ist halt, so ist halt. Was ich noch sagen wollte, ist zum Spiegel. Ja. Weil ich den jetzt gerade sehe. Ganz wichtig, ja. Man glaubt nicht, also wie wichtig ein Spiegel ist, weil du hast ja irgendwo auch bedingt durch die Verkleidung eventuell eine eingeschränkte Sicht, wenn du nach hinten guckst, ja. Verkehr hin und her. Der Spiegel ist richtig klasse da. Passt sich auch immer an die verschiedenen Positionen. Ich unbedingt, also wenn Sie das Dächle sich zulegen, bestellen Sie den Spiegel mit der, kostet nicht viel und hält ewig und 3 Tage. Der ist übrigens aus dem Kunststoff gemacht, der sehr zäh ist. Er kommt aus Oberlauda, also wir sind hier in Lauda, aus Oberlauda ist er. Regionales Produkt. Der Erfinder ist der Franz Drexler, der ist mittlerweile, das glaube ich jetzt schon 80, und der hat den mal entwickelt vor Jahrzehnten. Ja, also gut, ein begeisterter Fahrradfahrer und wird hier gefertigt. So. Ja, jetzt hat man ja auch gesehen, dass dieses Verdeck bzw. die Plane sehr schnell aufgebaut war. Das sind vielleicht halbe Minute, dreiviertel Minute. Also ich sage mal, das kann... Untertreibt nicht. Ja. Also 2 Minuten geben wir uns. Nein, jetzt die Plane hier. Die ging ja recht zügig. Also wenn ich jetzt in den Regen komme, geht es recht zügig. Also wie wir es eben aufgebaut haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann wirklich pitschnass werde. Ne? Sobald es anfängt zu regnen, kann man das aufbauen. Geht recht flott. Und für mich ist auch wichtig, ich bin ja auch Brillenträger und das ist das, was mich wirklich das ganze Jahr immer geärgert und gestört hat. Das Gesicht wird nass, die Brille wird nass, man sieht nichts mehr und es war mir auch jetzt wirklich wichtig, dass wir dann auch dieses Allwetterverdeck
ins Programm aufgenommen haben, weil ich jetzt wirklich das ganze Jahr mitfahren kann. Ja, und also sagen wir mal Klimaschutz hin und her, gell? Was wollen heute die Leute und die Jungen auch Klimaschützen? Ich meine, wir sind schon, Fahrradfahrer sind schon immer Klimaschützer gewesen. Da hat man da gar nicht den Begriff gekannt, da haben wir ja schon das Klima geschützt. Und ich bin der schlechteste Autofahrer der Welt, das muss ich, also ich bekenne es, ja. Manche wollen die Beste sein, ich bin der schlechteste garantiert. Und das heißt, ich fahre gar nicht gern Auto. Also für mich ist Autofahren vergebene, verlorene Lebenszeit, weil da hocke ich halt da drin und kann nicht viel machen beim Fahrradfahren, kann ich mich bewegen, ich bin fit, mein Körper fühlt sich wohl. Also aus Klimaschutzgründen jetzt mit dem Dächle zu fahren, also sagen wir mal so, es gibt auch eine andere Sache, die man aus Klimaschutzgründen macht. Daneben ist sehr viel eigene Vorteile dabei, ich sag's Ihnen. Ja, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, 7, 8, 9 oder 10 Kilometer. Keine Parkplatzprobleme, du hast deine Bewegung, du kannst dich entspannen, du kannst den Stress abbauen nach der Arbeit. Und das ganze Jahr über. Sie wissen doch selber, wenn Sie unterwegs sind, jetzt auch im Sommer, wie schön das ist und angenehm und warum soll man da drauf verzichten. Und nebenher auch noch Klimaschutz, ja hallihallo. Also, ne? Man braucht zwingend kein zweites Auto im Prinzip. Ja, das ist es ja bei dir zum Beispiel. Bei mir, wir haben ein Auto zu Hause, wir brauchen kein zweites Auto jetzt. Meine Frau kann dann tagsüber mal das Auto nehmen für Einkäufe oder mal den Sohn in die Schule bringen und so weiter, wenn man da ranzenschwer ist. Das ist schon wirklich ein Vorteil und ich sage mal, ich liebe die Natur, ich war schon immer gern Radfahrer. Ich habe das eigentlich, ich sage mal, nie aufgegeben. Es ist immer so parallel mit gelaufen und ich sage mal, mit diesem Produkt, was wir jetzt hier haben, kann man wirklich das ganze Jahr durchfahren. Ne? Das muss man wirklich so sagen. Und das finde ich eine super Sache. Es ist natürlich so, das ist vielleicht befremdend, wenn man jetzt das zum ersten Mal so sieht am Fahrrad und denkt sich, huh, wieso ist denn das so eingebildet oben drauf und so. Man hat es ja nicht die ganze Zeit das Verdeck. Am Cabrio ist es das Allergleiche. Das Schöne am Cabrio-Fahrer ist ja ohne Dach zu fahren. Und das würde sie dann hier auch so machen. Jedoch, wenn der Regen kommt, dann bist du geschützt. Also das ist, hat auch ein bisschen was da hier mit Hirn zu tun. Es ist so, wenn Sie mich jetzt fragen, gibt es hundertprozentigen Schutz? Da würde ich sagen, nein. Also hundertprozentig ist er nicht. Weil, ich habe es gemerkt, wenn man nicht vorbereitet ist, die Füße können nass werden. Aus dem Grund bieten wir auch so Spritzläpple an für das Schutzblech vorne. Daneben ist es keins dran, macht nichts. Da gibt es verschiedene Breiten von Schutzblechen. Das geben Sie uns dann an, wie breit Ihr Schutzblech ist am Fahrrad oder E-Bike. So ein Läppler kostet 5 Euro. Oder Gamaschen. Gamaschen habe ich immer dabei, an. Gell? Genau, also wenn es jetzt wirklich ganz stark regnet, kann ich rausholen. Und zwar habe ich diese Gamaschen. Ne? Die sind jetzt wirklich spritzfest. Die sind feuchte, sag mal so imprägniert, ne? Und sind richtig dicht. Also die nehme ich dann gerne, ziehe die drüber, das langt mir eigentlich schon, ne? Und dann ist auch kein Spritzwasser, was wirklich meine Hosen vorne nass macht. So nutze ich das immer. Also ich habe jetzt bei der Tour, wir haben sehr kräftige Seitenwind gehabt, habe ich also gemerkt, dass meine Jeanshose, ich glaube, ich habe die gleiche angehabt, dass da, also ich habe irgendwann mal ein leicht feuchtes Gefühl gekriegt. Das kam aber nicht so, dass es der Regen drauf fiel, sondern einfach durch den Seitenwind ist irgendwie, ist also mal lustig gegangen. Auch die Ellbogen, hier der Bereich von der Arme, die gucken etwas raus, je nachdem wie einer gebaut ist. Und auch da empfehle ich mir einfach deine Regenjacke anzuziehen. Ja. Also das, Gott, noch ganz kurz, es gibt Konstruktionen, da geht es weiter runter oder es fehlt komplett. Und zwar, wenn es komplett fehlt, dann kriege ich bei Seitenwind, ich kriege hier zu viel ins Gesicht rein. Das ist ein Nachteil. Aus dem Grund wurde hier diese Flügel entwickelt. Sind die aber größer, dann wird das ganze System seitenwindempfindlich. Und es ist dann auch immer die Frage, die man stellt, ja, bei Seitenwind, bei Seitenwind, bei Seitenwind. Eben nicht. Also bei Seitenwind ist das hier eine minimale Angriffsfläche vom Wind. Das stimmt, ja. Und man kann jederzeit die Gehe lenken, ohne Kraft oder sowas. Also mich hat es nicht gestört. Ich würde sagen, wenn es so wäre, dann würde ich dem Konstrukteur sagen, Max, etwas schlanker. Also da steckt mindestens 10 Jahre Entwicklung drin in dem Dächle. So lange macht er das nämlich schon Vorgänger und so Sachen. Ja, was wolltest du noch? Also ich habe es ja auch bei den Testfahrten
immer wieder beobachtet. Also es ist wirklich so, man hat hier, wenn es hochkommt, 1 km/h Kraftverlust oder Geschwindigkeitsverlust, wenn es jetzt wirklich voll aufgebaut ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch manchmal einen Rucksack auf, ne? Dann ist selbst der Rucksack hinten regengeschützt. Also es geht wirklich der Wind und der Regen hinten runter und berührt mich überhaupt nicht. Klar, hier an den Seiten und wie es eben auch schon gesagt wurde, hier die Ellenbogen könnten ein bisschen nass werden, aber mein Gott, dafür hat man auch eine Windjacke, ne, die man anziehen kann, eine Regenjacke, und dann geht das auch auf jeden Fall. Steffen, als wir jetzt auf der Radtour waren, waren wir 8 Personen, und dann ging es ab und zu mal bergabwärts und haben wir die Räder rollen lassen. Und als ich mit Windschild gefahren bin, ohne Plane, habe ich Folgendes festgestellt. Ich habe dann meinen Kopf ein wenig gesenkt und habe durch die Scheibe durchgeguckt. Ich war schneller wie die anderen. Das Ding ist aerodynamisch. Okay. Also die Angriffsfläche vom Fahrtwind ist glatter. Also das verwirbelt sich nicht scheinbar irgendwo da in Jacke und Zeug. Und ich war deutlich schneller in den Berg abfahren. Das wird abgeleitet, ne? Ja. Das merkt man. Ja. Also ich würde nicht einmal sagen, dass man dadurch langsamer ist oder dass man einen höheren Kraftaufwand hat. Also wobei, beim E-Bike merkst du das eh kaum, gell? Ja. Also wir haben es jetzt komplett ausgefahren. Jetzt wäre ja eigentlich Platz für auch große Leute, und da ist es wirklich so, ich habe das jetzt mehrfach getestet. Ich habe ja dann auch die ein oder andere Unterführung, wo ich durchfahren muss. Selbst bei mir in der Garage bin ich letztens reingesaust, da hat der Elias mir das Garagentor aufgemacht, wie ich nach Hause gekommen bin. Und dann bin ich mit dem Dächle einfach neigeflitzt, ne? Und ich sage mal, das ist so hoch, dass man eigentlich überall bequem drunter wegfahren kann. Habe ich bei mir auch gemerkt. Also ich habe ja auch alles Mögliche zu Hause an Ding und hier im Geschäft auch zisch, und dann ist man ja drin, ohne Beschädigung. Also wie gesagt, 1 Jahr im Dauereinsatz, hat bisher alles unbeschadet überstanden. Wir können es nur empfehlen, und wenn Sie den Mut haben, sich mit sowas zu zeichnen, da gehört auch ein bisschen Mut dazu. Die Leute gucken einen immer dumm an oder stelle dumme Fragen, oder es ist einfach, man muss auch ein bisschen, sagen wir mal, Selbstbewusstsein haben für so etwas. Ja. Sie werden eines sehen, in 2, 3, 4 Jahren wird es so viel von E-Bikes geben, die mit dem Dächel rumfahren, dass es selbstverständlich ist. Und wenn einer dann noch ohne fährt bei Regen, dann sagt man dem, ey, da gibt es ein Verdeck. So wird es kommen. Ich habe das erlebt, die Entwicklung von den E-Bikes. Ich war mit der Erste in Deutschland, der mit den Dingen angefangen hat. Damals bist du angeguckt worden. Da gab es noch so dumme Bemerkungen wie bescheißerles Rad oder sowas ähnliches. Gell? Ja, ja. Ein Unfug, wenn man sich das heute denkt. Also, ne? Und genauso ist es da. Du wirst am Anfang dumm angeguckt. Das ist ja letztendlich ein Vorteil, wie bei den E-Bikes auch. Es sind wirklich jetzt Radfahrer wieder angesprochen worden, ne, mit E-Bikes oder durch die Erfindung E-Bike, die sonst nicht im Prinzip mit Fahrrad mehr fahren konnten. Ne? Die haben jetzt wieder die Möglichkeit, die sind wieder frei, die können wieder Radfahren, ne? Sei es auch aus gesundheitlichen Gründen. Genauso ist es mit dem Verdeck. Jetzt werde ich auch noch ein bisschen, nie belächelt, aber immer bestaunt, mit was für einem Gerät ich da unterwegs bin. Aber ich sage mal, da muss man wirklich ein wenig schmerzfrei sein, muss einfach selbstsicher sein. Ich meine, mir hilft ja dieses Allwetterverdeck, und es ist ja im Prinzip diese Ganzjahreslösung, die sich mir bietet, und ich finde es wirklich gut und fahr gerne damit. Wir können Sie nur einladen und das einfach auszuprobieren. Kaufen Sie das, es lohnt sich wirklich. Sie können das Auto wahrscheinlich jetzt länger stehen lassen, oder Sie brauchen kein zweites Auto mehr. Sie können das Winter durch, alles, was wir so erklärt haben. Das Ding ist gut, es ist ausgereift, es ist solide, also es spricht nichts dagegen. Machen Sie es einfach, und Sie werden mehr Freude im Leben haben durch Bewegung, durchs ganze Jahr fahren, so wie wir zwei auch. Also dann. Ciao. Tschüss. Überraschung! Kaum haben wir den Film gedreht, hier mit dem bisherigen Modell von unserem Wetterverdeck, schon ist die verbesserte Ausführung da. Wir haben es natürlich gleich montiert und haben viele Features, sagt man heute, gell? Features? Verbesserung entdeckt. Ja, Details, wo wir schon in dem Film zuvor schon bemerkt haben, es könnte dann noch etwas besser werden. Ja. Und zwar, du stehst gerade hier. Jawohl. Soll ich ein paar Sachen dazu sagen? Also,
Es ist so, wir hatten das im vorhergehenden Video, wie du sagst, angesprochen. Es gibt Verbesserungen, es gibt ein paar kleine Nachteile, die jetzt wirklich hier eigentlich verändert wurden, positiv verändert wurden. Wir haben jetzt hier diese Windabweiser seitlich dran. Wenn ich mich dann draufsetze, Ihnen das zeige, werden Sie es auch sehen. Jetzt ist wirklich so die Handkante und auch der Ellenbogen geschützt. Wir haben jetzt hier nochmal eine Ausladung an der Seite. Das sieht man beim anderen jetzt dass das weniger ist. Es geht ziemlich diagonal hoch. Hier ist es ausgeschwungener. Auch hier noch einmal in der Form noch einmal ausgeschwungener, was auch noch einmal die Ellenbogen und den Oberkörper besser schützt. Wir haben das Ganze auch schon getestet. Es ist wirklich so. Ich bin gestern Nacht extra mitgefahren. Und wir haben Temperatur gehabt, so um die 5 Grad plus. Und normalerweise ziehe ich da ja Handschuhe an. Hätten wir ja hier auch gebraucht, ne? An der alten Version. Jetzt bin ich extra ohne Handschuhe gefahren. Und schau dir das mal an. Es ist tatsächlich hier die Hand komplett windgeschützt. Richtig. Also ich konnte fahren, ich bin dann immer wieder mal so mit der Hand raus und habe geguckt, huhu, da war der Fahrtwind ganz kalt. Ja. Dann war ich wieder drunter, perfekt, da war es dann wieder schön warm. Das Ganze baut auch hier durch diese Windabweiser daneben, baut es hier ein anderes Klima noch einmal auf. Es ist insgesamt wärmer. Ja. Und durch die Ausstellung daneben, die habe ich auch mehr das Empfinden, dass es mehr Raum gibt. Mhm. Also man fühlt sich im Grunde genommen wie in einem Auto oder so ähnlich. Ne? Die Ergodynamik ist auch besser. Ne? Vielleicht. Ja. Also kurzum, es hat also ein Christenspaß gemacht. Nee, also kein Heidenspaß, ein Christenspaß, okay. dass ich jetzt daneben mitgefahren bin. Das Dächle daneben. Das hat sich jetzt auch noch einmal irgendwie verändert und ist großvolumiger, oder? Für den Fernsprecher und so, ne? Ja, in der Breite ist es wirklich gut 5 cm breiter geworden. Dann haben wir ja größere Reflektoren an der Seite. Wir müssen jetzt nicht mehr seitlich reingreifen wie beim bisherigen, sondern wir haben vorne in der Front wirklich, ich sag mal, für den Bediener vom Fahrrad bzw. für den Fahrer, wenn er doch mal ein Handy reinstecken will oder ein Portemonnaie, ist es doch besser geeignet. Also es ist nochmal eine Verbesserung, aber ich sag mal, das alte war ja wirklich sehr gut. Aber hier hat man wirklich nochmal sinnvoll das Ganze umgeändert. Mhm. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das alles wurde optimiert, was wir bisher noch einmal beanstandet gehabt haben. Richtig. Es ist so eine gute Lösung, dass ich mich jetzt langsam frage, wer da eigentlich nicht mitfahren will. Ja. Es gibt Leute, die lehnen es vielleicht noch zukünftig ab, weil sie sagen, das sei unsportlich. Da ist wirklich eine Erneuerung, eine Verbesserung geworden, ne? Muss man wirklich sagen. Ja, also komplett, wir sind jetzt alltagstauglich, allwettertauglich, ganzjahrestauglich. Ja. Können wir jetzt E-Bike fahren? Auf jeden Fall. Es ist meines Erachtens, unseres Erachtens, im Grunde genommen eine der großen Mobilitätslösungen unserer Zeit. Man versucht da in der Großindustrie Autos und Dinge und hin und her neu zu konstruieren, neu zu denken. Das ist Mobilität neu gedacht. Und zwar einfach. Einfach und schlank. Und das Geniale, sagt schon der Einstein, das Geniale ist in der Einfachheit zu finden. Also, ich kann Ihnen nur Mut machen und sagen, probieren Sie es aus. Ich werde dann vielleicht einer der Ersten sein, 10 Jahre vor allem mit rum. Kann sein. Wir hoffen es. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen, unsere Arretierung unten für das Vorderrad. Ne? Das haben wir hier. Wir zeigen es nachher nochmal näher. Die ist hier unten. Kann man runterklappen und wieder raufklappen, weil sonst kann es sein, dass der Lenker doch zu arg rumschwenkt. Und deswegen haben wir jetzt diese Arretierung mitgeliefert bekommen, die man mit dazu kaufen kann, die auch wirklich zu empfehlen ist und auch sehr sinnvoll ist. Man sieht, das Rädle ist jetzt wirklich gut fixiert, steht viel stabiler und ist auch eine sinnvolle Verbesserung, muss ich sagen. Ja, mir ist es nämlich schon tatsächlich auch passiert, wenn man schwer Zuglade gehabt hat, dass ich beim Abstellen den Lenker losließ und zack, dann hat es das Ganze rumkaut, also quasi so. Und dann, naja, bums, ne, wenn es dann das Rad schräg steht, dann ist es umgefallen. Ja. Jetzt kommt es nicht mehr vor. Es wird allerdings, man muss darauf achten, bei E-Bikes mit einem integrierten Akku, wenn das sehr großvolumig ist, dann gibt es ein bisschen ein Problem, das Ding zu montieren. Sie werden uns zukünftig, wenn Sie es bei uns bestellen, einfach ein Foto schicken
das können Sie hochladen auf der Seite, wo man diese Kaufanfrage stellen kann. Machen Sie ein Foto von der Stelle, wo es montiert wird, und dann können wir dann beurteilen, ob es passt oder nicht, oder eine andere Lösung dann anbieten. Ja. Schön, dann war es das. Wäre es schon für heute. Ne? Unsere Verbesserung, gut, dass sie gekommen ist. Ja. Prima. Also, tschüss. Wiedersehen, ciao. Hallo, es regnet in Strömen. Ein Sauwetter, gell? Ich möchte jetzt heimfahren. Und da ich ein ganz selten Auto fahre, vor allen Dingen nicht nach Hause, ist ja viel zu nah, das sind ja etwa nur 1 Kilometer, möchte ich jetzt mit unserem E-Bike fahren. Ich schütze mich bei dem Regen jetzt mit unserem Regenverdeck. Und wir wollen mal gucken, ob ich einigermaßen trocken zu Hause ankomme. Ich nehme die Kamera mit, sodass ich dann den Eindruck habe, auch wie das so ist, wenn man da drunter sitzt. Ja, also los geht's! So, hallihallo, ich bin mal unterwegs, jawohl. Es bretzelt so da Hause auf die Scheibe. Aha. Da weißt du, wo er hin will. Moment. Ja. Draußen geht jetzt ein starker Wind. Und es ist kalt und es regnet. Hier unterm Verdeck angenehm. Der Wind ist minimal spürbar, also ich kann gut mit einer Hand fahren, ohne dass es irgendwie mir der Lenker wegdrückt. Ich habe nicht den kalten, nassen Fahrtwind im Gesicht. Kann schön durch meine Brille durchgucken, alles klar. Die paar Tröpfchen da vorne, die stören mich nicht groß. So, Delle. Und schon bin ich zu Hause angekommen. Aha. Also die Schuhe sind etwas nass geworden. Also bei längerer Fahrt würde ich Gamaschen anziehen. Ellenbogen. Moment. Bin etwas feucht worden, aber durch die Regenjacke macht das nichts aus. Ansonsten Beine, alles trocken. 1, 2, 3 Tropfen sind drauf, ja. Ja, wunderbar.